Moin YouTuber, ist der Burstfilm on Sonntag. Fürst der Finsternis. Yeah, wir sind zurück bei Dungeon Defenders. Gerade den Endboss gelegt. Cool. Ich habe schon mal die Spezialwaffe vom Boss angelegt. Das ist die Spezialwaffe. Wir haben ja so ein bisschen gerätselt. Allerdings in einer abgeschwächten Version. Ich habe die jetzt schon ein bisschen gepimpt. Wir werden mal sehen, was das ausmacht. Aber die hat jetzt nur 8 Pimp-Schritte gehabt. Das ist nicht sehr viel. Ich glaube, im höchsten Schwierigkeitsgrad um die 30 oder so ist, glaube ich. Ja, um die 30 ist... Ich glaube, erst ab 25 lohnt sich das auch erst. Mhm. Die zumindest Gewinn bringt, wieder zu verkaufen. Ja, genau. So, wir starten direkt in Welle 3. Ist ja mal lustig. So. Ich glaube, das sind wir aber zuvor auch schon, oder? Ich habe nie darauf geachtet, aber mir kam das schon die ganze Zeit häufiger so komisch vor, dass wir schon so weit im Level sind. Ja. Komisch. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, dieses Level, weil es ziemlich verschachtelt ist. So. Wir haben uns aber eben intern darauf geeinigt, wie wir das Ganze hier angehen. So. Einmal hier. Da ich ja nicht so viel Mana zur Verfügung habe, muss ich jetzt erstmal gucken. Was kommen hier für Gegner? Hier kommen so Zauberer. Ist das hier diese Zauberer, wo dann nur einer irgendwie Schaden kriegt? Weiß und muss nicht, man auf jeden Fall beim Kristall habe ich die restlichen Dinger hingeworfen. Oh, nee, zwei Kisten sind da noch. Aber beim Kristall kriegst du auf jeden Fall erstmal Mana. Cool. So. Oh, hier sind ja mehrere Kristalle. Scheiße, stimmt ja. Bei dem rechten Kristall. Ja, ich bin hier auch gerade ein bisschen planlos, aber ich baue jetzt einfach erstmal. Ja. So, dann hier. Ich sag's immer wieder, wir spielen ja auch auf Easy. Achso, jetzt hast du es wieder eingesammelt, weil ich zu lange gewartet habe, ne? Nee, genau, hier ist auch noch eine Kiste, ne? Ja, geil. Okay, hier muss, glaube ich, auch noch was hin. Wollen wir nicht hier was hinbauen? Direkt hier? Nee. Weißt du, die haben so einen langen Weg. Die kommen hier hoch und dann... Ja. Obwohl, ach scheiße, du... Ja, warte mal, geh mal bitte da weg. Dann baue ich hier was hin. Ich kann nämlich jetzt eine neue Abwehreinheit bauen, Leute. Die da heißt Kanonenkugel oder irgendwie so. Bowlingkugel geschützt, glaube ich. Ja, sorry, ey. Jo, das ist die Bowlingkugel, nicht Kanonenkugel, ey. Sowas hat man früher mal verwendet. Ich baue die jetzt hier mal hin. Du bist voll nicht mehr modern. Ja, sorry. Ah, geil. Geil. Jo. Kein Plan, was ich hier hinbaue. Ich baue hier einfach mal aus hin. Was haltet ihr davon? So. Oh, der Aufbau dauert ja aber auch 5 Jahre, wa? So, okay. Ja, ich würde sagen, reicht erstmal, ey. Optimal wäre hier eigentlich eine andere Falle. Die habe ich aber noch nicht. Das ist die letzte, die ich bauen kann. Die heißt Drehklingenblockade oder irgendwie so. Okay, wo bist du? Ich bin hier. Ah, okay. Ja, ich sehe schon. Hab über Karte mal eben geguckt. Hier werden wir nicht drum herum kommen und ständig flitzen. Und ja. Basteln und bauen und Spaß haben. Oder auch keinen Spaß haben. Jetzt schon reparieren. So, wie bauen wir das denn? Yeah! Oh, ey. Die Welle war ja mal richtig heftig, Leute. Ja, pff, komm. Gleich weiter, ne? Zap, zerab. Wir haben es ja drauf, ey. Kein Ding. Ein Scheiß, ey. Ja, guck dir die Lappen an, ey. Nix los. Bäm, mit meiner neuen Waffe, ey. Da flutsche ich da durch. Die
Ah, weiß nicht, ich habe kein Beispiel jetzt. Sag mal ein gutes Beispiel, ey. Flutscht da durch wie Meister Probber durch was macht Meister Probber? Dreck weg. Meister Probber durch hartnäckigen Schmutz. Sicher auch nicht, ey. Boah, die sind hier durchgekommen. Was? Scheiße, ey. Boah, die haben die Blockade weggehauen. Welche? Ach nee, doch nicht, die ist noch da. Da ist einer irgendwie am Rand runtergefallen oder was. Willst du die Blockaden eigentlich die ganze Zeit stehen lassen oder nochmal abreißen, den aufwerten? Ach komm, es passt alles so. Okay. Ja, machen wir uns keinen Stress mit. Ihr müsst mal gucken, wenn ihr das selber, also solltet ihr euch das holen, und ich empfehle euch echt, dieses Spiel zu kaufen. Das ist sowas von süchtig machend. Werdet ihr merken, dass man mit unseren Aufbauten hier, also gerade dieses Level, wie wir das jetzt angehen, kommt ihr nicht weit. Also das schafft ihr nicht im hohen Schwierigkeitsgrad, das wird nichts. Da müsst ihr echt ein bisschen improvisieren und gucken, gerade wenn ihr online spielt, wie die anderen das machen, und da am besten viel abgucken. Haben wir auch. Also ich spreche da mal für mich. Ich habe viel gelernt, einfach durch gucken, wie andere das aufbauen. Und wenn das Level dann gut geklappt hat, hey, dann habe ich es einfach übernommen, ne? Gut ist, ey. Also. Das klingt sehr vernünftig. Ja, also, ich glaube, Zontag hat das nicht so gemacht. So wie ich Zontag kenne, hat der sich immer selber irgendwelche Sachen ausgedacht. Was? Ich habe mich einfach durchgemogelt. Ich bin einfach irgendwo reingesprungen und aus die Maul. Genau, ey. Du hast einfach das Level gestartet, die Controller weggelegt, ey, und einen Actionfilm geguckt. Ne? So ungefähr. Ja, sehr gut. Hallo. Sehr gut. Gab's ja genug andere Online-Gamer. Oh, geil. Sehr geil. Oh, Mann. Ja, aber ihr seht, ey, Sonntagsmethoden funktionieren auch. Also, ich kann da gar nichts gegen sagen. Ehrlich. Vladimir war kein Ding bei dem Game. Genau. Haben die anderen für dich in 2 Tagen geholt, ne? So ungefähr. Ja, geil. So, ja, das ist ja alles hier Pillepalle, ey. Eben haben wir noch gedacht, Alter, das wird übel. Ja, also, übel ist was anderes, ey. Verhältnismäßig noch, ne? Ja. Verhältnismäßig was? Keine Ahnung, jetzt will ich auch nicht sagen. Ah, Mist. Müssen wir mit Meister Propper mal einen Brief schreiben, ey, ob ihm was einfällt. Was ist denn heute mit einem Brief schreiben? Gibt es eigentlich Meister Propper wirklich, ey? Also, gab's da mal irgendwie so einen Meister Propper, der so Putzmittel erfunden hat? Oder wie sind die auf Meister Propper gekommen? Ja, keine Ahnung. Wie sind die eigentlich auf Duschdas gekommen, ey? Wie kommt man darauf? Guck mal, du verkaufst ein Shampoo, ey. Oder ein Duschgel, ey, und dir fällt Duschdas ein, oder was? Okay. Guck mal, ich hab auch nochmal. Vielleicht jemand, der deutschen Sprache nicht so mäftig war, ey. Hey, dusch das! Wahrscheinlich. Okay, also ich hab schon drauf gedrückt. Meinetwegen können wir hier loslegen. Ist ja auch schon die vorletzte Welle, ey. Das ist ja locker hochführen. Auf jeden Fall. Ich lese gerade nebenbei die ganze Zeit noch ein Buch. Ja, cool. Ich schreibe ein Kochrezept. Boah, das ist Interner, hier ist ein Magier. Boah. Ja, siehst du, ich meine doch, hier kommt Magier. Ich habe jetzt bis jetzt noch keinen gesehen. Was gut. Ah. Weil die Drecksau. Besser er als ich. Boah, ich habe aber auch echt einen geilen Schaden auf. Ach so, übrigens, wenn du Bock hast, du kannst bauen, ne? Ich
Bau nichts mehr. Hä? Okay. Weiß jetzt nicht, ob das unbedingt noch was bringt, aber... Kannst ja machen, ey. Wenn du Spaß dran hast. Werde ich mal dran denken, ne? Im nächsten Level, ne? Ich weiß nicht, glaubst du, das ist für die letzte Welle noch notwendig? Unbedingt, ey. Oh, geil. Ist schon geschafft? Ne, da fehlen noch zwei. Wo sind die denn? Die eine. Wo sind jetzt habe ich eine Aura beschwört. Wo ist denn der letzte, ey? Ja. Ah, doch, ich sehe schon. Der ist da. Ey, nee, jetzt sag nicht, das ist hier verbuggt. Das wäre ja uncool. Nee, ist nicht. Passt. So, letzte Welle, Leute. Das läuft. Das Level ist Pillepalle. Im hohen Schwierigkeitsgrad ist das ätzend. Also mit den Magiern. Ich hasse dieses Level eigentlich, ey. Echt? Diese Magier, die kommen hier nämlich. Spaß, ey. Ja, die Magier kommen da nämlich massenweise. Und die halten nicht viel aus. Nur, es ist immer nur einer zur Zeit von denen tötbar. Und die anderen kann man draufkloppen, wie man will, die verlieren keine Lebensenergie. Den muss man erstmal den richtigen finden. Da haben wir zum Beispiel gerade einen Tod. Muss man immer den richtigen finden, der gerade dran ist. Und das ist echt nervig. Weil die ganze Zeit so Skelette beschwören. Oh, was geht denn hier unten ab? Hier ist irgendwie Blockade weg. Scheiße, die sind alle beim Kristall. Oh was, der wird angegriffen? Ja. Ja, wo? Boah, da ist die Blockade weg, ey. Ja, noch ist der Kristall grün. Ja, ich stehe jetzt auch. Was kommt denn da? Ja, ich stehe auch schon von. Ah, läuft, ey, ich hau die alle tot. Guck. Easy. Ja, hier, die Kanonenkugel ist weg. Ah, passt schon. Ah, die kommen da gar nicht durch, ey. Kannst du die aufhalten da unten, ey? Dann kann ich hier oben wieder was hinbauen. Ah, ich komme gleich zum Bauen, ey. Ja, ich bleib hier einfach stehen. Eternal Kristall wird angegriffen. Was? Scheiße. Jetzt nicht mehr. Aber nur ein Goblin. Oh, nichts los. Ist auch nicht, wo der durchgekommen ist. Alter, ey. 100 Stück noch. Spritzt das Blut, Leute, ey. Ah, die anderen. Anderen Seiten. Ah, die halten Stand. Komm schon. Bäm. Den noch. Bäm. So, hier unten ist alles weg. Passt. Ja, noch 10 Gegner. Komm. Muss das werden. Und das war's, Leute. Juhu. Level geschafft. Auf jeden Fall. Ja, geil. Ey, da haben wir noch Zeit, gemütlich in die Kabine zurückzugehen. Wir sind jetzt, wie ist denn gerade die Zeit? Mal bei 14 Minuten. Ja, das ist doch gut, Leute, ey. Dann müssen wir euch ja... Ja, dann machen wir jetzt hier Stopp. Wir sehen uns in der Taverne dann wieder. Und sind froh, dass wir das so schnell abschließen konnten, dieses Level. Bis zum nächsten Mal.